für die Spieler erstmal ein gemeinsames Foto, also alle Spieler zusammen auf dem Eis lachen lassen. Das soll natürlich das schönste Erinnerungsfoto für alle Teilnehmer werden. Niederberg! Das Zweite haben wir
der DEG mit der 55 heute, Alexei. Mit der Nummer 25, legendär als Verteidiger der DEG, Uli. Mit der Nummer 37, die berühmteste 37, die Düsseldorf jemals einer getragen hat, Tore! Tja, und er war in seiner Zeit der Liebling der Massen. Er trägt die Nummer 70 heute, Tommy! Ja, meine Damen und Herren, nur einer nicht. Und das ist die Nummer 10, Chris. Ja, und der nächste, der trägt die Nummer 49, gehörte zum legendären KVK-Sturm, Klaus! Tja, und ein weiterer Mann, der die Düsseldorfer Eishockey-Schule besucht hat, durchlaufen hat, jetzt in Berlin spielt, mit der 77 begrüßen wir Daniel! Tja, und er war lange Jahre der Österreicher im Düsseldorfer Team mit der Nummer 4, Gerhard. Tja, und als nächstes begrüßen wir eine Nummer 18, der Liebling der Massen, lange Jahre hier in Düsseldorf, Bobo. Tja, und die Nummer 17, das ist auch einer, der die Tausender-Grenze überschritten hat als Spieler. Das ist Niki! Mit der Nummer 11 haben wir auch einen weiteren noch aktiven im Düsseldorfer Team, Eduard! Und auch er spielt noch in der aktuellen DEG-Mannschaft, trägt heute die Nummer 88, Bernhard! Und ein weiterer aktueller aus dem Team mit der Nummer 20, Manuel! Und dann haben wir einen noch, der hat neben seinem Bruder gespielt, auch bei der DEG trägt heute die 68, David! Einer der besten Verteidiger jahrelang hier im DEG-Team mit der Nummer 7, Marian! Der nächste, da hieß es damals schon immer, die Nummer 23. Heute hat er die 91, Didi! Tja, und er hat das vollendet, was Valentine vorgelegt hat, mit der Nummer 12, Peter! Und als letzter aus
als Trainer dieses Teams der DG Allstars begrüßen wir Harold und unseren x-fachen deutschen Meister Helmut. Einer fehlt noch. Sie stehen Spalier und wir warten und freuen uns auf die Nummer 23, Daniel! Alle Zuschauer auf der Sitztribüne haben hinter sich gelbe und rote Pappe. Nehmen Sie bitte in die Hand, halten Sie sie über Ihre... Lieber... Daniel Wolze ist. Ich danke euch, dass ihr heute hier seid. Ich danke euch Fans der DEG-Familie, meinen Freunden, die alle hier auf dem Eis stehen, meine Familie, meine Schwaben, meine Mutter, alle Abonnenten für alles, meine Schwester, mein Bruder, ich liebe euch. Meiner kleinen Familie danken, meinen Töchtern Fee und Fee und Liz. Seid alles für mich, ich liebe euch. Und meiner Frau, ohne sie wird die Karriere wahrscheinlich anders verlaufen. Die hat mich immer unterstützt. Wir haben viel zusammen durchgemacht und ich bin froh, dass ich sie habe und ich liebe sie über alles. Danke. Familie David Werken. Ihr habt mir einen unglaublichen Tag, Abend, alles hier geschenkt. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, es war ein Traum. Ihr habt die altwürdige Bremenstraße nochmal hochleben lassen. Mein Vater, der hat mich von oben zuschaut, der ist stolz auf euch, der früher in die Bremenstraße gerockt hat. Schöne Grüße an die oben. Ich liebe ihn. Und ja, jetzt beginnt ein anderer Weg für mich. Ich freue mich drauf, die Zukunft. Ich würde gerne im Eisbären erhalten bleiben und das ist mein Plan A. Und dann werden wir uns hoffentlich öfter sehen. Danke.
Ich sage Tschüss und Feiern noch. Dankeschön.